Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, der 5. Juni 2017 und ihr spricht die Geek Talk 0132 mit euch, oder besser gesagt der Poughkeepsie. Es ist schon spät und ja, ich bin satt. Nach einem 8-Gänger zum Mittagessen und dann eine Stunde später direkt wieder in die Küche einen 11-Gänger kochen gehen. Natürlich nach Ressen, ist einfach irgendwie ein bisschen, ja, Völlegefühl hier. Aber hier sind wir nicht hier, um zum Essen darüber zu sprechen, sondern um Neuigkeiten aus dem Bereich Technik euch weiterzugeben. Und da habe ich ein paar Themen mit für euch dabei. Crowdsourcing, 70 Milliarden in Apps, SBB und Apple Pay, PlayStation, Aufschläge, One Login und OnePlus 2. Bei Apple will man durch Crowdsourcing Kartentechnologie verbessern. Die Apple Maps-Geschichte hat ja einen holprigen Start und da möchte Apple noch ein bisschen mehr, also gut, der ist schon lange durch und es wurde fleißig nachgebessert, aber Apple will noch mehr verbessern, was natürlich sicherlich nie schadet und deshalb sollen zukünftig Freiwillige dabei Apple unterstützen können und auch einen kleinen Betrag dafür bekommen. Das Ganze ist gedeckelt pro 324 $ circa im Monat. Und das sind so die Daten, die so ein bisschen rumschwirren. Ich denke, man wird eventuell heute Abend an der WWDC, wenn es was ist aus dem Gerücht, ein bisschen was darüber hören. Dann die SBB, die Schweizerischen Bundesbahn, haben wir immer wieder hier im Podcast. Die hat ein Update rausgehauen für ihre iOS-Apps und da drin kann man jetzt neu mit Apple Pay bezahlen. Heißt, anonym bezahlen. Man muss der SBB der Schweizerischen Bundesbahn nicht mehr seine Karte verraten und seine Karte übergeben und kann das Ganze anonym über Apple Pay nutzen. Auch stationär an den Schaltern ist es jetzt möglich, mit Apple Pay zu bezahlen, ohne Problem. Witzigerweise, das, was eigentlich sonst von schweizerischen Banken und Unternehmungen unterstützte, Twint ist nicht ganz so einfach zu integrieren und deshalb kommt es auch wahrscheinlich noch nicht so schnell. Einzig auf circa 5 bis 10 Billettschalter in Bern, also in der Stadt Bern, da geht's. Aber sonst nicht. Ja, gehen wir wieder im Bereich Apple. Da gab es Neuigkeiten direkt von Apple selber. Das ist schon ein bisschen her, 1. Juni, also letzte Woche. Durch Apps eingenommene Gelder sind aktuell angestiegen auf 70 Milliarden US-Dollar. Also Entwickler haben 70 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Gut, natürlich vor allem die Großen und eher weniger die Kleinen, nehme ich an. Aber dennoch eine eindrückliche Zahl und spannend, dass man die so kurz vor der WWDC raushaut und nicht das da verwendet quasi an der WWDC. Mal schauen, was heute Abend dann sonst noch so kommt. Da ist ja einiges im Petto. Und ich möchte hier nicht auf Gerüchte eingehen, aber Lautsprecher, Siri und so weiter könnte sein, vielleicht auch das eine oder andere sonstige Modell und natürlich ganz viel im Bereich OS-Updates und Möglichkeiten. Dann habe ich eine kleine Warnung, oder besser gesagt zwei kleine Warnungen. Die erste geht in Richtung PlayStation, wenn ihr euch so eine mal gegönnt habt. Die 4, da gibt es ein Update auf die Version 4.7. Das solltet ihr euch aktuell, zumindest wenn ihr es nicht schon getan habt, nicht unbedingt installieren, denn das hat noch das ein oder andere Problemchen und das solltet ihr lieber lösen lassen, bevor ihr da mit rumschwirrt. Eine zweite Warnung geht in Richtung Passwortmanager, OneLogin. Ich bin nämlich mir ganz sicher, ob das derjenige ist, der Jan mal besprochen hat oder gesagt hat, dass er darauf setzt. Der wurde jetzt geknackt von unschönen Menschen und ja, aufpassen, Passwörter wechseln und vielleicht auch das Passwortmanagement-Tool, was dahinter steckt, könnte eventuell nicht ganz so ungeschickt sein. Das OnePlus 2, dieses Android-Device, noch vor einem Jahr haben der Hersteller ein bisschen was versprochen, nämlich wir pflegen auch ältere Geräte und bringen Updates auf neuere Android-Versionen. In diesem Fall wäre es das Nougat. In diesem Jahr will OnePlus nichts mehr davon wissen und gibt somit auch kein
Update mehr raus. Sehr unschön, aber halt sehr Android. Das kann passieren da. Und hoffentlich geht das nicht weiter so mit den OnePlus-Dingen. Ansonsten auch da mal die Blicke aufhaben. Es gibt ja noch andere Hersteller zum Glück in dem Bereich. Das war's eigentlich auch schon mit den News, die ich heute für euch habe. Heute nochmals ein bisschen gemütlich. Die meisten haben wahrscheinlich frei. Am Abend die WWDC. Ich denke, könnt ihr mir fast vorstellen, dass das eine oder andere Thema der WWDC auch in die Daily einfließen wird. Und ja, ansonsten bis morgen wieder. Ich freue mich und bin gespannt auf die neue Woche. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.